Ciao a tutti, da Maria. Ich habe euch heute die Aussprache mitgebracht, ein paar Regeln. Und zwar ein C, das vor einem E oder einem I steht, wird als Tsch ausgesprochen. Also C vor E und I wie ein Tsch. Ein Beispiel ist das Städtchen Cisano. C und I, Cisano, ganz hart. Marciaga oder Pacengo oder Dolce. Dolce, das heißt süß oder etwas Süßes, was Süßes zum Essen. Dann habe ich mitgebracht ein C, also überall, wo ein C nicht vor einem E und I steht, also vor allem anderen, praktisch vor einem A, O, U, H oder Konsonant. Ein Konsonant ist alles, was kein Vokal ist. Also Vokale sind A, E, I, O, U. Konsonanten sind alle anderen Buchstaben. Da kann ich auch mal was dazu machen. Also ein C vor einem A, O, U, H oder einem Konsonant wird wie ein K ausgesprochen. Wie bei Parco oder Caro oder Cornetto oder Crema. Dann zu einem S plus C vor einem E und I. SC vor E und I wird als Sch ausgesprochen. Sch. Wie zum Beispiel Pesce. Das ist der Fisch. Pesce. Oder Brescia. Oder Sciroppo. Der Sirup. Sciroppo. Alles wie ein Sch. Und alle anderen SC, eben die nicht vor einem E oder I stehen, also vor einem A, O, U, H oder Konsonant, das wird dann als SK ausgesprochen. Nämlich Pesche. Nicht verwechseln, Pesche und Pesche. Das wird so oft verwechselt. Pesche ist der Fisch. Und Pesche sind die Pfirsiche. Dann Bruschetta. Das wird so oft auch falsch ausgesprochen als Bruschetta, sondern nicht Bruschetta, sondern Bruschetta. Bruschetta. Genauso wie Boschetto. Boschetto oder Peschiera. Nicht Peschiera, Peschiera. Oder der Schaum ist la schiuma. La schiuma, der Schaum. Ja, und dann noch die Gruppe mit G. Was auch ein phänomenal tolles Wort ist, was man in allen Schattierungen hört, ist zum Beispiel Gnocchi. Merke dir Gnocchi. Gnocchi wird wie ein NJ ausgesprochen in der Lautschrift. GN wird immer wie ein NJ ausgesprochen. Gnocchi. Also nicht Gnocchi. Oder ich weiß nicht, es gibt ja so viele Varianten, die kannst du auch mal gerne mir schreiben. Gnocchi. Genauso wie das Städtchen Garniano. Am Gardasee. Garniano. Dann gibt es ein G, wenn das vor einem E oder I steht, wird es wie ein G ausgesprochen. Ein ganz weiches G. Da kennst du ein berühmtes Wort, Gelato, was du sicher gerne isst. Gelato wird ganz weich ausgesprochen oder Giusto. Giusto heißt richtig.
Dann haben wir noch eine Regel, nämlich ein G, das nicht vor einem E oder I steht, sondern vor allem anderen. Nämlich wieder vor A, O, U, H oder Konsonant wird wie ein G ausgesprochen. Nämlich wie das Städtchen Padenge. Oder im Gegensatz zu Giusto, wo eben noch das I dazwischen war, G und I, fehlt hier das I, das heißt dann Gusto. Il Gusto, der Geschmack. Gusto. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen. Und alla prossima volta. Ciao da Maria. Wenn du noch viele andere Worte kennst, die hier reinpassen, dann schreib sie alle auf. Va bene, ciao!